Hallo und moin moin. Es ist Wochenende und es gibt ein neues Video. Ich mache heute Tarts. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache diesmal eine Mango-Tart. Was dabei rauskommt, keine Ahnung, aber wir lassen uns überraschen. Ich habe schon mal vorbereitet. Für den Boden, es wird also ein ganz normaler Mürbeteig, Mehl, Puderzucker, hier habe ich normalen Zucker, Vanillenzucker und eine Prise Salz schon drin und Butter. Und jetzt kommt meine KitchenAid zum Vorschein und dann geht es los. So, als erstes kommt die Butter in die Schüssel. Zusammen gleich mit dem Zucker und dem und dem Puderzucker verrührt und dann kommt das Mehl hinzu. Ich habe jetzt noch zusätzlich ein Eigelb reingemacht. Das habe ich irgendwo mal gehört, gesehen und denke, das probierst du doch heute gleich mal aus. Also ein Eigelb kommt auch noch hinzu. So, und jetzt lass mal die Maschine weiterarbeiten. Wenn die Butter sich jetzt schön mit dem Zucker verbunden hat, kommt jetzt das Mehl mit rein. Und da ist es dann wichtig, dass es wirklich nur so lange verrührt wird, bis das Mehl sich mit der Butter verbunden hat. Ansonsten wird der ganze Teig dann zu trocken. Und das will ich auf keinen Fall. Nein, das will ich nicht. So, das hat also jetzt keine Minute gedauert. Mein Teig ist jetzt fertig. Den werde ich jetzt aus der Schüssel holen, in Folie packen und in den Kühlschrank nochmal stellen, so für eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde mache ich es deshalb nur, weil ich habe bereits kalte Butter benutzt bei dem Teig jetzt. Normalerweise kann man ja auch Zimmertemperatur Butter. Nein, Butter bei Zimmertemperatur benutzen, aber ich habe es einfach vergessen rauszustellen und dann habe ich eben Butter aus dem Kühlschrank genommen. Also einpacken und in den Kühlschrank. So, mein Teig war jetzt im Kühlschrank. Schön fest jetzt geworden. So. Jetzt wird der ganze Teig noch einmal ganz kurz durchgeknetet, wirklich nur ganz kurz, damit er nicht wieder zu weich wird. Und dann ausrollen und die Tartform füllen. Mach das immer so auf 2, 3 Mal. So eine großen Hände habe ich nämlich nicht. Bloß, dass der Teig sich noch mal so ein bisschen auflockert. Beim Ausrollen des Teiges ist es jetzt wichtig, dass man nicht immer nur in eine Richtung rollt, sondern man muss auch quer rollen. Dafür hebt man den Teig dann hoch. Ob genug Mehl drunter ist. Und jetzt zur anderen Richtung ausrollen. Wenn man den Teig jetzt nur zu einer Richtung ausrollen würde, dann zieht er sich wieder zusammen. Das heißt, man bekommt keine schöne Form. Und wenn man jetzt zum Beispiel aus diesem Teig
Plätzchen machen würde, dann würden die nicht in der Form bleiben, sondern würden sich immer wieder, würde immer wieder zurückgehen. Also er würde immer wieder kleiner werden. So, ich mache das jetzt erstmal weiter und dann sehen wir uns. So, mein Teig habe ich ausgerollt. Ich habe ihn jetzt nochmal in den Kühlschrank gelegt gehabt, weil ich bin zu langsam gewesen. Und das heißt, der Teig wurde schon wieder weich und das darf ja nun auch nicht sein. So, meine kleinen Tartformen habe ich. Jetzt muss ich mal gucken, wie groß so ungefähr. Und dann mache ich einfach einen Schnitt, so dass die Teigmenge ungefähr reicht. Was heißt ungefähr? Also die sollte schon reichen. Ja, und dann wird lediglich der Teig ein bisschen in die Form reingelegt. Natürlich zu groß, das war ja klar, aber man kann ja abschneiden, nicht wahr? So. Ja, dann mache ich jetzt mal meine Tartform alle fertig. Und dann gehen sie ab in den Ofen. So. Nachdrücken nachher. Und die nächste. Ich habe meine Tartlets gefüllt mit meinem Teig und es ist so viel Teig übrig geblieben, dass ich sogar noch eine große Form machen kann. So, und jetzt ab in den Ofen und zwar bei 160, nein, stopp, stimmt nicht, 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ihr könnt, wenn ihr habt, Umluft nehmen, bin ich sogar der Meinung, ist vielleicht noch besser. In der Zwischenzeit, wo meine Tartlets jetzt im Backofen sind, kann ich mich um meine Mangomousse kümmern. Dafür habe ich jetzt eine Mango etwas klein geschnitten. Ach, da fehlt noch etwas. Sekunde. Da kommt nämlich noch eins, zwei Esslöffel Puderzucker hinzu. Und das werde ich jetzt, wie sollte es auch anders sein, schön zu einer Mousse verarbeiten. Zu der Mangomousse gebe ich jetzt ein halbes Päckchen Agatine. Rühre das schön unter und dann kommt es auf den Herd und muss 2 Minuten schön sprudelnd kochen. So. Und dann geht's weiter. Meine Mousse ist jetzt fertig. Habe sie jetzt in eine Schüssel gegeben zum Abkühlen. Die sollte jetzt so auf Zimmertemperatur runtergekühlt werden. Und das kann natürlich ein bisschen dauern. Heiß ist heiß. In der Zwischenzeit, wo die Mango-Creme kühl wird, schlage ich jetzt einen Becher Schlagsahne auf. Was ich vergessen habe zu sagen, es sollten 250 Gramm von der Mango-Creme sein für ein Viertelbeutel Agatine. So, ich schlage jetzt erstmal die Schlagsahne auf und dann können wir gleich weitermachen. Dann geht es los. Die Teige sind alle, oder die Böden sind alle kalt und dann können wir anfangen. So, meine Masse ist jetzt abgekühlt. Da kommt jetzt die geschlagene Sahne drunter. Die Sahne habe ich beim Schlagen noch 2 Teelöffel vom Sahnapart untergehoben und dann können wir jetzt schon mal gleich anfangen, diese Masse auf die Tartlets zu geben. So,
Na dann, wollen wir mal. So, meine Masse habe ich jetzt in so einen Spritzbeutel reingefüllt. Na komm her. Und da gebe ich jetzt überall so eine schöne Fläche drauf. Also so, dass die Fläche unten schön bedeckt ist. Und dann kommt das erstmal in den Kühlschrank, damit es schön fest wird schon mal, bevor dann oben noch die Dekoration hinkommt. So, meine Törtchen sind jetzt schön durchgekühlt und jetzt habe ich noch Schlagsahne geschlagen, habe in diese Schlagsahne dann eine Tüte Tonkazucker mit reingemacht. Diesen hier. Und jetzt brauche ich nur noch ausgarnieren. Ach ja, und noch was. Ich habe noch aufgelöste weiße Schokolade hinzugemacht, weil Schokolade passt ja immer. So, und jetzt braucht das bloß noch so ein bisschen garniert werden. Und dann bin ich schon fertig mit meinen kleinen Tartlets. Ja, und ich hoffe, dass die auch so gut schmecken, wie sie aussehen. So, nicht zu viel. Und obendrauf kommt jetzt noch eine kleine Scheibe von der Mango. Ja, das war's schon. Und ich mache das jetzt alles fertig und dann können wir probieren. So, meine Tartlets sind jetzt verzehrfertig. Das sieht doch gut aus. So. Und eins ist sofort zum Vernaschen. Sehr lecker. Allerdings muss ich sagen, der Boden ist mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu bröselig geworden. Aber geschmacklich ist das toll. Die Creme schmeckt hervorragend. Ja, und die Sahne obendrauf mit Tonkazucker, das schmeckt eigentlich immer. So. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische. Was es gibt, weiß ich nicht, aber höchstwahrscheinlich etwas Herzhaftes. Außer mir fällt noch irgendwas ein, was ich unbedingt sofort machen muss. Gut, bis dahin, macht's gut. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu betätigen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.